Von der Firma Gronemeyer & Bank aus Steinhagen mussten zwei Wärmespeicher für die Stadtwerke Bielefeld transportiert werden. Als erstes wurden Halbschalen aus Metall auf den LKWs installiert, um die runden Behälter sicher aufnehmen zu können. Dann betrat der erste Behälter die Bildfläche und beeindruckte mit imposanten Abmessungen. 26,7 Meter Gesamtlänge, 4,60 Meter im Durchmesser und ein Gewicht von 60 Tonnen. Nachdem der Behälter mit dem Kran abgesenkt wurde, begann auch gleich die Ladungssicherung des Behälters mit sogenannten Spannketten. Der zweite Behälter wurde nach dem gleichen Prinzip verladen und 3,5 Stunden später standen beide Behälter zur Abfahrt bereit. Kurz vor Transportbeginn wurde dann noch einmal die Strecke mit den Fahrern, dem Projektleiter und den Mitarbeitern, die für die verkehrslenkenden Maßnahmen zuständig waren, durchgegangen. Auch die Polizei war schon vor Ort und kontrollierte währenddessen die Genehmigung. Wir haben 36 Meter Gesamtlänge, 5,62 Meter Höhe und haben 126 Tonnen. Ja, haben wir alles richtig gemacht, haben wir alles vernünftig gesichert. Strecke nochmal im Kopf durchgehen lassen und ansonsten warten wir auf, jetzt geht's los. Ja, wir haben zwei Stellen mit dabei, wo es ein bisschen enger werden könnte. Da müssen wir mal sehen, wie wir dann rumkommen, aber ansonsten die Höhe. Soweit ist ja alles geklärt, vorbereitet, vernünftig vorbereitet und ich hoffe, dass alles tadellos abgeht. Die Polizei schaute sich noch einmal die LKWs an. Und gegen 23 Uhr konnte dann gestartet werden. So, Thomas, bist gerade drunter. Ich spuren jetzt erstmal grob ein. Dann komme ich im Auto hinterher. Ich bin jetzt gerade vorne. Nach 700 Metern erreichte der Konvoi dann bereits die Bundesstraße 68. Und die Auffahrt erfolgte ohne größere Probleme. Langsam weiterrollen, alles gut. 6 Kilometer später kam dann die erste große Herausforderung für das Team. An einer Ampelkreuzung musste eine 90-Grad-Abbiegung gemeistert werden. Die Ampel musste weggedreht werden, Bodenmatten wurden ausgelegt, Straßenschilder wurden entfernt und hervorstehende Hülsen abgedeckt. Das Abbiegen erwies sich als wirkliche Millimeterarbeit. Der Begleiter musste immer wieder mit der externen Steuerung in die Lenkung eingreifen. Aber schließlich war die Kreuzung passiert, ohne die Ampelmasten zu demontieren. Im nächsten Kreisverkehr mussten lediglich Schilder entfernt werden und der Transport konnte ohne Stopp durchfahren. Vorne rechts soll ich alle zwei immer weiterfahren. Ich hole langsam wieder zurück, weiter vor, alles gut. Jo. Bei der nächsten Abbiegung im Werther mussten die LKWs erst geradeaus über die Kreuzung fahren, dann in die Fahrstrecke zurücksetzen, um dann vorwärts in Fahrtrichtung weiterfahren zu können. Nur so war der 90-Grad-Knick zu überwinden.
Zwischenzeitlich musste immer wieder das Höhenniveau des Anhängers hydraulisch angepasst werden, damit Verkehrsinseln und Bürgersteige passiert werden konnten. Im Bielefelder Stadtgebiet angekommen, mussten dann noch die Oberleitungen der Stadtbahn angehoben werden. Mit ein Grund, warum der Transport an einem verkehrsarmen Samstagabend stattfand. Nach 26 Kilometern und 4 Stunden Fahrzeit wurde dann der Zielort, das Gelände der Stadtwerke und der wohlverdiente Feierabend erreicht. Montagmorgen begann dann das Abladen der Wärmespeicher. Zwei große Kräne waren bereits aufgebaut und die Mitarbeiter der Firma Grodemeier & Bank begannen damit, die Behälter anzuschlagen. Die Behälter wurden von beiden Kränen angehoben und der LKW konnte wegfahren. Dann wurde der Behälter vom größeren Kran komplett aufgerichtet und an seinen endgültigen Bestimmungsort gehoben. Wir haben jetzt hier Montagmittag als solches und wir haben den Transport gut abgewickelt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. War ein reibungsloser Transport gewesen, die Passagen sind gut gelaufen. Die Firma Universaltransport hat uns zur vollsten Zufriedenheit hier diese beiden Behälter auf den Hof geschoben. Momentan steht ein Behälter, wir sind gerade dabei, den zweiten Behälter vorzubereiten, dass er angeschlagen werden kann und die Firma Bracht als solches ist für die Verkranung zuständig und würde jetzt beginnen, den zweiten Behälter aufzustellen.